Das ist eine verdammt gute Idee. Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hand! We gotta find another way out of here! Was ist denn los? Könnt ihr aufhören zu kotzen vielleicht? Wir sind hier in einem Raum, der scheinbar ziemlich fensterlos ist. It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now's not gern geschehen, du Arsch! You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! In einem Kühlraum, das ist nicht gut. Willst du mich verarschen? Wärst du lieber gefressen worden? Ey, Was hättest du den Typen lieber gefressen? Okay, sie hat es offensichtlich nicht so gut verkraftet. Ey, Junge, ich schlag dir gleich den Kopf ein, Hals, Maul jetzt. Ja, das kannst du gerne machen, erst wenn wir draußen sind. Ja, warum scheiße sie deswegen zusammen? Das bringt doch nichts. Okay, Kühlaggregat. Läuft scheinbar, nicht gut. Junge, kannst du jetzt aufhören? Ah ja, natürlich. War ja klar. Oh lol, was? Als ob der jetzt tot ist. Nein, komm schon. Dad, come on. Dad! Oh God, he stopped breathing. I think he's had a heart attack. Ja, das glaube ich auch, so wie der sich aufregt. He's not dead. Somebody help me. Ja, was sollen wir machen? If he's dead, he's not dead. Wenn er es ist, dann sind wir auch bald am Arsch. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! Das wäre ein bisschen kacke, stimmt. Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Also noch können wir probieren, ihn zu retten, würde ich sagen, aber bald ist Schluss. Lily can still save him. I wish she could. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber wir können es probieren. Ich meine, so ein paar Minuten haben wir noch. Sobald er anfängt zu zucken und irgendwie sich komisch verhält, machen wir platt. Ich gebe ihm den Benefit der Doubt. Vielleicht sollten wir das gleiche machen. Das war anders. Doug war nicht gebissen. Aber komm schon, wir wissen, dass dieser Typ es nicht schaffen wird. Woher weißt du das? Vielleicht ist er irgendwie nur ohnmächtig oder so, keine Ahnung. Komm schon, Lee, ich bin richtig über das. Ich weiß, dass du meinen Back hast. Du immer tust. Nee. Goddammit, Lee, ich brauche dich! Bitte hilf mir! Ja, hilf halt mal. Come on. Wake up. Ja, wir helfen dir jetzt. Is he breathing at all? No. No, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Ja, aber behaltet ihn auch im Auge, dass er nicht irgendwie anfängt euch zu bei... Mach keinen Scheiß. Zu beißen. You're putting all of us at risk, you son of a bitch. You're fucking worthless, Lee. Ja, so was denn da, hab ich erwartet. No! Wow. Kenny, what the fuck? I'm so sorry. It had to be done. You don't know that! Yes, I do, Lee. And so do you. Nein. I was counting on you, man. Der will mich verarschen, der Kerl. I'm sorry. I know. Don't you fucking touch me! Toll. Ganz toll. Are you okay? Warum mussten wir so eskalieren, Alter? Is it over? Yes, for now. We still need to find a way out of here. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something ja, denk mal über einen Weg nach, wie wir rauskommen. What? Keine Ahnung, Alter. How about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? Ich hatte noch nicht mal Zeit, mich umzugucken. Ja, danke. So, darf ich jetzt mal. Alter, ich hab eine Sache hier angeguckt und plötzlich schmettert der Typ dem hier mit so einem Salzstein den Kopf ein. Was zum Teufel? Ey, Mann. Ich hätte wenigstens gerne ein bisschen Zeit gehabt. Sorry, Lily.
Alter, der war 12 Minuten lang. Und schon haben wir hier einen Typen, der, dem der Kopf eingeschlagen wurde, sitzt in der scheiß Kühlkammer fest. Ah. Ey, was, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Heilige Scheiße, ey. Fuck. Naja, nicht wirklich. Sorry, Lily. I truly am. Larry and me, we might not have got along so great, but I know he would have done anything to protect you. Ja, und außerdem, wenn wir die Typen da draußen kalt machen, hätte ich ihn gern dabei gehabt, weil mit den Aggressionen, der hätte die richtig schön kalt machen können. So, der ist ein richtig großer, starker Kerl gewesen, der hätte die richtig auseinanderfetzen können. Da hätte ich ihn echt gern dabei gehabt. Und actually, was mir gerade einfällt, vielleicht hätten wir ihn sogar, wenn er wiedergekommen wäre, benutzen können. Weil ich meine, die haben uns jetzt zwar hier in diese Kühlkammer gesperrt, aber die werden uns ja irgendwann wieder rausholen. Ich meine, was auch immer sie mit uns vorhaben, irgendwann müssen sie uns hier rausholen. Die können uns nicht einfach wie immer hier drinnen lassen. Und dann würde der denen halt vielleicht der Kerl hier direkt mal in die Arme laufen. Weißt du, wenn wir den irgendwie hätten festmachen können oder sowas, ja, das wäre vielleicht echt eine Option gewesen. Ja, Kollege, das war keine Glanzleistung. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Ja, aber in dem richtigen Moment. Ich kann mich einfach verpissen, okay. Könntest du Katja oder Duck töten? Nein, könnte er wahrscheinlich nicht, aber deswegen ist es ja mehr oder weniger richtig, dass es dann jemand anders macht. Weil wenn es getan werden muss, muss es getan werden. Das ist ja durchaus okay. Aber ich hätte halt gewartet, weil die Typen wachen jetzt nicht so unendlich schnell auf, weißt du? Die sind nicht so BAM und dann haben die dir in den Fuß gebissen oder so. Sondern das ist schon, du hast so mindestens mal 10, 15, 20 Sekunden, bevor die wirklich da sind. Und in der Zeit hätten wir den locker noch umnieten können. Ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert, dass der den umgenietet hat? Weiß nicht. 5 Sekunden oder was, dann war der Kopf weg. Also das, ja. Hätten wir, glaube ich, schon schaffen können. Aber gut, ja, was jetzt könnte richtig schief gehen, weiß ich nicht. Na komm. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. Ja, toll. If she doesn't, then the hell with her. Alles klar. You talk a big game, but could you do the hard thing if it was Katja or Duck? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the state judge might have known. They need Katja, remember? Well, she's the whole reason they brought us here. No doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. Ach, warte mal, wir sind gar nicht alle hier drin? That's all. Stimmt! Das fällt mir jetzt erst auf, wir sind ja gar nicht alle hier drin. Seine Frau und sein Sohn fehlen. Oh, Scheiße. Okay, wir müssen hier schneller raus, als ich dachte. Ich, also, wow. But I just wish Clem didn't have to witness shit like this. I worry what it's gonna do to her. Ja. Scheiße, ey. Gut, okay, können wir jetzt einen Weg hier raussuchen. Also ich wollte eigentlich dieses Ding hier gerade untersuchen, da bin ich, um mich gar nicht fertig zu bekommen. Ja. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. Das sind aber keine wirklichen Schrauben, das ist mehr so Nieten. Of course they took it. Shit. Die haben keine Schrauben. I've got a rock. Ah, rock won't help. Do you have a coin? Mhm. Was willst du denn mit einer Münze? Das hat keinen, diese Schrauben haben keinen Kopf. Ah, oh, da, die da oben. Ah, ich hab's gesehen, alles klar. Ja, okay. Alles klar. Ja, weil das sind nämlich irgendwelche Nieten oder Nägel oder was auch immer. Die kriegst du mit der Schraube nicht raus. Ja gut, mit der Hand brauchen wir es nicht probieren, denke ich mal. Nee, die sind sehr festgedreht, dachte ich mir. Okay, dann Schraubenzieher also, ja. Oder Münze, Münze. Hat der vielleicht eine, Kollege? Ah. Listen, I need a coin or something. It's important. It could get us out of here. Well, I got nothing. Ah, schade. Hast du eine? Please. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily.
But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. Mm-hmm. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back in the Wir wissen halt hier aus, was soll das? Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Hold on. Auf geht's. Oh boy. Ja. The idea which pocket he keeps his change. Digga, guck halt einfach nach, ganz ehrlich. Meine Fresse. Ist nicht so schwierig. Immer der, in dem man zuletzt guckt. Oh, okay, doch nicht. Na, dann bin ich immer gespannt, ob das funktioniert. Wenn die richtig festgezogen sind, kannst du es übrigens vergessen. Dann glaube ich nicht, dass das was wird. Aber wahrscheinlich wird es reichen. Ja, na dann. Let's try. Ja. Das passt doch wunderbar. Guck mal, als wäre es dafür gedacht. Fuck up, Lee. We don't have all day here. Digga, halt's Maul. Ganz ehrlich. Lass mich halt meine Arbeit machen, dann kommen wir hier auch irgendwann raus. Du stehst da nur rum und heulst. Gut, und wirfst irgendwelche Salzsteine auf Leute. Ich nehme an, dass es jedenfalls Salzsteine waren, weil ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Oh! Alter! Das war staubig. Naja, noch nicht. Probably lead right into that back room. Mm-hmm. It's too small for us to fit through. I can do it. Ich wollte jetzt nicht direkt sagen, dass sie da durch soll, weil ich wollte nicht, dass sie sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt oder so. Deswegen habe ich es nicht ausgewählt. You know you don't have to do this, right? I know. I just want to go home. This'll help us get back home. Okay. Na dann. Auch wenn die da draußen jetzt sind, Alter, dann haben wir so ein Problem. What do I do when I get out? Probier, ob du irgendwie die Tür kriegst. Ja, genau. So, irgendwie die Tür aufkriegen. Oder irgendein Werkzeug mitbringen oder irgendetwas wenigstens. Was weiß ich, wenn dir eine Waffe vor die Füße fällt, nimm die mit. Irgendwas. Aber ganz ehrlich, der Schacht wird auf derselben Höhe da wahrscheinlich wieder rausführen. Warum sollte sie danach wieder zurückkommen können? Oh Mann. Alter. Mach keinen Scheiß. Komm schon. Schon. Yes! Are you okay? Sehr geil. Did anyone see you? No, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Können wir vielleicht mal zusammenarbeiten? Ey. Lily, I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. Wie viele Momente willst du denn noch, Ei? Ganz ehrlich. Okay. Yeah. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Mhm. Was macht der Typ? Was macht der Typ? Oh Mann. Ich meine, wenn er die alle umbringen möchte, von mir aus, aber mach's bitte so, dass sie uns nicht umbringen, okay? Dass sie uns nicht zuerst umbringen. Ach, wir sind hier. Ach, ey, okay. Ich hoffe mal, da ist jetzt nicht seit kurzem neues, frisches Blut dazu gekommen, ansonsten haben wir ein Problem. Als ob die einen Galgen haben! Was heißt da, du hast mir das gesagt? Ich war hier, der das gesehen hat. Du hast es noch nicht mal gesehen bis jetzt. Scherzkeks. Und das damit, was nicht stimmt, das wusste ich auch, als ich es gesehen habe. Draußen regnet es. Ja, das ist schon mal gut, es übertönt Geräusche. Also für unsere Geräusche vielleicht. Allerdings übertönt es natürlich auch deren Geräusche, von daher... Heuhaken, ja, nicht die geilste Waffe, aber auf jeden Fall brauchbar. Oh, eine Sichel wäre vielleicht auch eine Option. Komm, wir nehmen einfach alles mit, ganz ehrlich, wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Ach nee, oh, ich muss mich entscheiden. Ah, dann vielleicht doch lieber den Haken, weil mit dem kann man richtig schön zuschlagen und so reinhacken. Und mit der Sichel, ah, damit was zu schneiden, ist echt schwierig. Glaube ich jedenfalls. Okay, was haben wir hier? Bärenfallen. Ja, okay, Blut. Oh, okay.
Ja. Schleifspur. Kleiner Viehtreibstab. Zeig mal her. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wenn das ein Viehtreibstab ist, heißt das ja gleichzeitig, dass das Ding nicht stark genug ist, um irgendwen bewusstlos zu prügeln oder so. Also nee, nee, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nee, ich tendiere zum Heuhaken bisher. Also wenn wir nichts Besseres finden, so wie ein Messer oder eine Machete oder sowas, oder irgendwas mit einem längeren Stiel, eine Axt oder sowas, dann bleiben wir beim Heuhaken, glaube ich. Ja. Aber ganz ehrlich, wieso nimmt er jetzt nicht vielleicht irgendwie die Sichel oder sowas, sondern wenigstens irgendwas? Ich meine, was Schlechtes ist immer noch besser als gar nichts, so, weißt du? Oder meinetwegen den Schocker da. Das willst du gar nicht so genau wissen. Ah, da ist der Hallo? Ah ja. Mein Controller hat gerade den Geist aufgegeben. Er hat einfach die Verbindung verloren. Er hat einfach random die Verbindung verloren. Ja, danke für gar nichts. Hallo? Also er ist nicht mal irgendwie ausgegangen, so von wegen Batterie leer, sondern einfach wirklich Bluetooth-Verbindung weg. Cool. Ja. Der ist mir heute tatsächlich mal runtergefallen. Und auch, naja, so halb auseinandergeflogen. Aber, da ist er wieder. So. Interesting. Ja, da oben kam dann Dings raus. Clementine. Ach du Scheiße, sie ist in diesem Raum gelandet. Ja, natürlich. Ha! Direkt bei der Säge und, oh, dem ganzen Blut. Mhm, geil. Ja, also wenn das Kind nicht traumatisiert ist, dann weiß ich auch nicht, ey. Ganz ehrlich. Meine Fresse. Mhm. Immerhin ist es noch eine Kuh und kein Mensch, den die da aufgehängt haben. Ja, gut, dann, sprechen wir mal mit Kenny, weil ich bin dafür, dass der auch eine Waffe mitnimmt. Oder hat er schon irgendwas? Der will mich verarschen. Hätten wir es vielleicht wenigstens fertig besprechen können? Ey, Bruder. Nicht dein Ernst. Oh, der hockt direkt da. Ja, perfekt. Der hört uns wahrscheinlich wegen dem Regen nicht. Dann können wir wirklich einfach diesen Haken in den Nacken prügeln. Das mag ihn vielleicht nicht direkt umnieten, aber es wird ihn mit Sicherheit daran hindern, erstmal die Waffe zu greifen. Aha, heul doch. Scheiße! Nein! Such dir einen, den ich behalten soll. Den du behalten willst, ja. Alter. Ja. Gute Idee, ja. Okay. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht mal. Fuck! Oh! Haken! Ja! Nein! Fuck! Warum lässt du das Ding los? Okay, Kenny ist noch da. Okay, sehr gut. Sehr gut, sind die sicher? Nein! Bitte! Ja, okay. Er tritt da rein. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay. Und wo ist man dem anderen? Hat er es nicht gehört? Das war ein Waffenschuss. Den muss er gehört haben. Ah, was ist los mit dir? Was? Ah, nein, der andere! Ich sag doch, was mit dem ist. Warum guckt keiner nach dem? Was ist los mit euch? Ja. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Nee, ich esse dich nicht, ich bring dich einfach um. So others can live. Ja, ja, klar. Right, ja, mach doch. That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything. Ja. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. Na klar. If you kill me,
The meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. Mm-hmm. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Warum verliert mein Controller die ganze Zeit die Verbindung? Mann. Okay. Wir können ihn jetzt umlegen oder wir können ihn verschonen. Ganz ehrlich. Ich tendiere wirklich zu umlegen. Ah, scheiße, das ist wieder schwierig. Okay, warte, wenn wir ihn am Leben lassen. Der wird uns nicht so bald in den Rücken fallen, weil der hängt hier in der Bärenfalle fest. Der wird da erstmal nicht rauskommen, denke ich. Aber irgendwann wird er wieder rauskommen. Weil was so machen wir mit den anderen? Die anderen legen wir auch entweder um oder wir lassen die am Leben. Wenn wir sie am Leben lassen, haben wir Probleme. Ganz ehrlich, die machen uns nur Probleme. Wir können auf gar keinen Fall mit denen zusammenleben. Das heißt, wir müssten abhauen auf jeden Fall. Und dann würden die uns oder anderen weiter Probleme machen. Ich glaube, das Beste ist wirklich, die einfach umzulegen und zur Not hier zu bleiben. Den Laden zu übernehmen. Ja, ist nicht geil, aber ist, glaube ich, die einzige sinnvolle Option. Bruder, der Kopf! Nein, warum ist Clementine hier? Hätte ich gewusst, dass die dabei steht, hätte ich es nicht gemacht. Oh, Mann! Ja, super. Oh, komm schon. Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Oh, Mann! Ernsthaft, wenn ich gewusst hätte, dass sie dahinter steht, hätte ich es nicht gemacht. Ach, komm schon. Und vor allem, warum ins Herz? Du musst den scheiß Kopf treffen, Junge. Der steht gleich wieder auf. Ey, weißt du, gerade machen die einen riesen Aufstand deswegen. Und im nächsten Moment ist es ihm plötzlich egal. Mann. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Und wo ist Kenny eigentlich hin, Alter? Und wo ist der andere? Oh, Mann. Scheiße, ey. Oh, das fuckt mich ab, dass Clementine das jetzt gesehen hat. Ganz ehrlich. Wow, was ist das denn hier? Ist das ein Laser? Hä? Was ist echt ein Laser? Ach, die Scheiße. Ist das ein Rot... Warte mal, ist das ein Rotpunktvisier? Tatsächlich. Ah, nee. Ist ein Laserpointer. Ich hab dich doch gesehen, Bruder. Was willst du denn jetzt? Sorry about that, but I did get your attention. Ja. We heard screams from the barn. What's going on? Das kann ich dir jetzt erstmal nicht erklären. We need your help. Oh God, what happened? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Warum ist er plötzlich so laut? They've still got Duck and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. No. If we storm the house, we'll cause a panic. You two try to find a way around to the back. I'll head to the front. You got okay. It. Come on, this way. Wait, are you sure? Yes. No. Yes. Sicher nicht, nein, aber was haben wir für eine Wahl? Alter. Da geht gerade richtig Scheiße ab. Da müssen wir jetzt ganz schnell ran. Oh, fuck, Alter. Aber ich will euch wehtun. Oh, fuck. Ah, war ja klar. Versuch was wert, ne? Well, now we got a problem. Können wir die eintreten, die Tür? Dann halt nicht. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Oh man, einer geht hier drauf, Alter. Locker. Wow! Oh. Okay! Ich muss zugeben, damit habe ich nicht gerechnet, als ich gesagt habe, einer geht drauf.
dann sollten wir vielleicht da nicht reingehen, aber ich habe doch keine andere Wahl. Hä? Ich muss doch. Ja, ich kann nicht zurück. Ich muss da rein. Ja, toll. Aber ich kann dann nicht weitergehen. Ich bleibe jetzt erstmal stehen. Ja, ich kann doch nichts anderes machen. Ich muss weiter nach vorne laufen. Hä? Was wollen die von mir? Okay, ich bewege mich nicht, Ah, okay, jetzt können wir reden. Wow, ja toll. Think about what you do. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Und ich leg dich um. Ich kann immer noch nicht mit dir reden, also muss ich noch weiter rennen, ja? Stay back. Don't do anything stupid. Oh ja. Für Dummheiten kennst du dich ja aus, ne? Mann! Ja, komm! Okay, sie bedrohen ist offensichtlich auch nicht die richtige Option. Aber come on, ganz ehrlich, auf diesen Scheiß von wegen, es gibt doch noch einen anderen Weg. Da hört die doch auch niemals. Brauchen wir doch keiner erzählen, Alter. Die weiß genau, dass es vorbei ist. Ja, ja. Aber immerhin erschießt sie immer mich und nicht sie, also von daher, ey, passt schon. Weil dann kann ich immer neu anfangen. So. Jetzt, genau, jetzt labern wir kurz. Das glaubt die doch niemals. Da hört die doch niemals drauf, Alter, ganz ehrlich. Das ist ihr doch scheißegal. Wo? Oh, warte mal, wer ist denn da oben? Ach, ist Mark? Wahrscheinlich, ja. Krass. Ja, das ist locker, Mark. Das heißt, wenn wir sie weit genug die Treppe hochtreiben, dann kriegt er sie. Ja, ja, wenn wir die weit genug die Treppe hochtreiben, dann kriegt er sie. Okay. Ganz vorsichtig. Wir müssen sie einfach nur dazu zwingen, rückwärts zu laufen. Dann lass es. Mach einfach noch einen Schritt rückwärts oder zwei. Komm schon. Ja, ja, ich halte. Noch ein Schritt, ja. Ja, und noch einer. Okay, komm schon, ein Schritt noch, dann haben wir sie. Ich glaube, ein Schritt reicht. Komm schon. Ja! Ja! Ich wusste! Ich hab's gewusst! Okay. Okay. Okay, Kumpel, du bist der Letzte. Was tust du? Warum rennt der einfach los? Ist der dumm? Euer Tod sind wir. Ja. Oh ja, gut. Komm, gib drauf, gib drauf. Ja. Okay, welcher Knopf, X, nein, da. Okay, ja. Au. Okay. Ich sag doch, der Zaun hält keinen auf. Steh auf! Oh, du Depp! Steh doch auf! Come on! Was macht er jetzt? Macht den Zaun, damit wir nicht abhauen können, oder was? Ah, nein, er will uns in den Zaun reinschmeißen. Come on! Come on! Jetzt komm schon! Ernsthaft jetzt? Ah! Mann! Was machen die anderen eigentlich? Die stehen da rum und tun nichts. Was ist denn da los, ey? Ja komm, ich drück doch! Hä, ich drück doch die ganze Zeit! Okay! Alter, ich drück die ganze Zeit! Hä? Was ist denn los? Komm schon! Gott sei Dank kann die schießen, Alter! Oh Mann! Aber Clementine guckt doch wieder zu! Schön mit links ist nicht so schlimm. Können wir den bitte einfach... Komm, das reicht. Das reicht! Alter, Clementine, guck zu. Kannst du aufhören? Jetzt komm schon! Mann! Nein, lass es. Reicht.
Okay, Gott sei Dank. Is that all you got, Lee? Für dich alles, ja. Mehr kriegst du nicht. It's over! Fuck you! As soon as Dad and Mama get out here! Die sind beide tot, du Vogel. You're all fucked! They're both dead! What did you do? What the fuck did you do? Wie gesagt, es ist vorbei. Don't you dare walk away from me, Lee! Zu spät, hab's bereits getan. Get back here and finish this, Lee! Vergiss es. Nein, den Gefallen tue ich dir nicht. Nein! Oh, Alter! Ich dachte gerade, jetzt automatisch ausgewählt nehmen, indem ich darüber bewegt habe. Ich wollte ihn nur kurz angucken. Nein, wir machen das nicht. Vergiss es. Alleine macht er uns nichts mehr. Alleine kann der uns nichts mehr tun. Andys Leben verschont ist gut. Ich folter ihn damit eigentlich. Wie gesagt, alleine kann der uns nichts mehr tun. Ja. Gut, dann ist er jetzt eh wahrscheinlich gleich tot. Ja, wie wär's, wenn wir ins Haus gehen? Gut, wir können natürlich auch auf die offene Fläche gehen, aber... Nee, Kollege. Ist nicht. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Alter Schwede.